Hallo ihr Fleur, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Pokémon Schild. Wir sind im DLC, die Schneelande der Krone. Und aktuell sind wir auf der Suche nach dem letzten Giganten. Ich hoffe, es wird einfacher als ich denke. Aber es ist immer schwer zu beurteilen. So, und dann hier so. Und dann müsste, glaube ich, da. Oder da? Das ist eigentlich da. Sieht auch so aus. Das sieht auch so aus, als ob man da hin kann. Die einzige Attacke ist nicht sehr effektiv. Okay. Präzisionsschuss. Genau zwischen die Augen. Muss hier schon mal gewesen sein. Ich erinnere mich. Uferkraut. Ich habe so komische Sachen drin. Schon mal falsch. Hier geht es nicht lang. Dann einfach hier. Eine Schöntruppe. Eine Muschelglocke. Ja, Dreiwegpass. Das ist aber richtig. Vitalkraut. Ah, da ist er ja. Ich dachte schon, ich muss da hinten lang. Okay, dann sind wir mal gespannt. Donner! Oh nein. Du hast kein Elektro-Pokémon. Wutanfall. Bitte kein Elektro-Pokémon. Das könnte schlecht sein. So, wir lesen erstmal. Nanu, auf dem Tor steht ja etwas geschrieben. Der Steingigant. Der Eisgigant. Der Stahlgigant. Versammelt man die drei Gegner, werden sich die Türen des Schicksals öffnen. Toll. Danke.
Kann ich wenigstens hier hinfliegen wieder? Oder muss ich wieder hier hinfahren? Ah ne, ich kann hier hinfliegen. Sehr gut. Da ist doch kein Poké-Center. Das heißt, ich muss nach hier, weil kein Poké-Center? So dumm. Mal boxen. Da. Das ist so schlau, was ich hier gerade mache. Ich habe keine Ahnung. Brauchst du ja erstmal zum Tür aufmachen. Danach kann ich mich immer noch umentscheiden. Ja. Okay, gut. Speichern. Oh oh. Oh nein. Muss ich mich jetzt entscheiden? Oder muss ich die nacheinander abmachen? Ich bike ja noch mal. Muss ich mich jetzt entscheiden? Macht mal kurz. Ich hab keine Ahnung. Nachher ärgere ich mich zu Tode. Ich glaube, man kann beide nacheinander bekämpfen. Nee. Nee, warte mal kurz. Ich gehe nochmal rausgucken. Was war denn das andere? Ich sehe es ja noch nicht mal so. Nee, du kannst auch nicht, wenn du andersrum anfängst zu dingsen. Geradeaus und dann ein V. Das eine war ja einfach, das sah ja aus wie Knochen.
Ach. Hier ist zu viel. Oder? Hä? Was? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich muss mir jetzt echt abfotografieren, weil ich es sonst zusammenkriege. Das war einmal. Eins oben, eins unten, eins in der Mitte. Drei. Zwei da, zwei da. War doch richtig. Oder war es verkehrt rum? Stimmt was nicht. So. Aber wenn du jetzt einmal aktiviert hast, dann geht das nicht mehr. Hä? Oder weil ich das jetzt einmal aktiviert habe, geht das nicht mehr. Na ja, okay, Gott, Scheiße. Keine Ahnung. Das funktioniert. Ah, Foto von. Ey, ich krieg das gerade nicht. Also irgendwie weiß ich es nicht. Foto noch mal gucken, was das für ein anderes Ding ist. Na, Fotos gemacht. So, gucken wir mal. Ja, noch mal reingucken. Ja, selbst wenn ich es so mache, geht das nicht. Das soll anbleiben. Wir haben einen schönen Fall gemacht. Sei doch nicht so, Mann. Hängt das jetzt von der Edition ab oder muss ich das... Hä? Hm.
Blablabla. Fange die drei Dignären, blablabla, in deiner Gruppe, damit du mit der Tempeltür integrierst. Dieser Tempel hat zwei legendäre Pokémon. Schauen Sie auf der Außenseite des Tempels, um zwei Muster zu sehen. Geben Sie diese Muster ein, um eins der beiden zu kämpfen. Also einmal Typ Drache und einmal Typ... Hallo? Ich schlaf mal. Ganz kurz. Ich guck mal, ob es dann geht. Ob das erst geht, wenn ich es einmal nicht aktiviert habe. Nö, ich muss jetzt das Elektro nehmen. Toll. Okay, gut. Also ich habe mich entschieden. Ich nehme das Elektro-Pokémon mit meinem Wasser-Pokémon. Ja, okay, gut. Dann... Ja, es öffnet mir nicht. Weil ich das einmal aktiviert habe. Aber wie ekelhaft. Was seid ihr denn? Ja, ist ja gut. Ja, das andere kriege ich doch nicht, oder? Nö. Irgendwie geht das nicht. Mit dem er sich für eins entschieden hat. Ja, aber verstehe ich es nicht. Hier passiert jetzt nämlich nichts mehr. Weil wenn das ja stimmen würde, was sie da sagen, dann würde es ja erst nicht mehr rückversetzbar sein. Nicht, wenn man die einmal aktiviert hat, sondern wenn, wenn ich mit der Statue interagiert habe und gesagt habe, ja, ich nehme das Pokémon. Na, dann brauchen die auch nicht nachzufragen. Also, weil dann ist das ja sinnfrei.
Natürlich habe ich genau das Pokémon getriggert, das nichts Effektives dabei haben. Ach scheiße, ich habe auch keinen Flottball geschossen. Ach Mann, nee, komm. Ah, schon direkt ganz neu an. Gar keine Lust mehr. Ehrlich nicht. Man kann sich die Fußbodenplatten nicht mehr zurücksetzen. Komisch, konnte ich trotzdem. Was ist das denn? Das ärgert mich. So. Ein Flottball. So. So einfach kann das gehen. Oh, sie ist sonst so scheiß aus. Sein Körper besteht aus einem Organ, das elektrische Energie erzeugt. Rigilecki. Ich kann das. Der Name ist. Ja. Kann genug Strom produzieren, um ganz Gala zu versorgen. Ja. Also mein Team jetzt so. Was hast du jetzt davon? So bei mir bleiben. So, ja, ja. Und ich wählte einen Giganten. No. Ich hatte auch nicht groß die Wahl. Richten wir noch kurz dem guten Pony. Die Namen sind der Burner, ey. Hallo. Ich habe ganz viel zu erzählen. So. Was sagst du, dass das legendäre Pokémon gefangen? Super nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Als steif gefroren, das etwas soll, also. Regis sein, der Eisgigant. Es hat was von einem übergroßen Kronleuchter. Das würde ich mal gerne Mila vorführen. Aber sieh sich nur einer dieser kräftigen Arme an, da läuft mir eiskalt den Rücken runter. Jedenfalls ist das eindeutig der Eisgigant. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Gibt es sonst noch was? Ja, Registil. Was sagst du, hast das legendäre Pokémon Registil gefangen? Super nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Hm? Dieses spiegelglatte Etwas soll also Registil sein, das Schalgigant-Pokémon. Wenn du mich fragst, hat es eher Ähnlichkeit mit einer Bowlingkugel oder. Ich hab's nicht ausgedacht. Was mag es hinter diesem
starren, kalten Metallfassade wohl denken. Jedenfalls ist das eindeutig der Stahlgigant. Diese Expedition kann Salz verfolgen versuchen. So. Ja, noch eine. Ach, du hast das legendäre Pokémon gefangen? Super nice. Los, ich will ein Brötchen. Mm, dieses knisternde Etwas soll also das Legendäre sein? Der Elektrogigant? Geht nur mir so? Oder erinnert es sich auch ein bisschen an ein Brausebonbon, die so schön im Mund knistern? Es muss einen unfassbaren Gleichgewichtsbesinn besitzen, um sich mit diesem Körper auf den Beinen halten zu können. Echt elektrisierend. Also ist jedenfalls eindeutig Elektrogigant. Diese Erkundung kannst du ebenfalls Erfolg versuchen. Damit hast du mir alles zu den legendären Giganten aus der Legendennotiz 2 berichtet. Nice, das vermerke ich dann. Diese Expedition als erledigt. Ich habe ein Häkchen bekommen. Nö. So, aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Eure Florinda. Bye.